Match auf jeden Fall, von dem man noch lange sprechen wird, das ist sicher die gestrige Paarung Bregenz gegen Austria gewesen. Nicht nur wegen der 4 Ausschlüsse und der damit in Zusammenhang stehenden Disziplinlosigkeiten sowie die Tumulte während und nach dem Spiel, sondern vor allem wegen eines kuriosen Tores mit Folgen. Nach dem Spiel kocht natürlich die Volksseele in Bregenz. Der Zorn richtet sich vor allem gegen den Torschützen zum 2:1 Christian Meierleb, der den Bus auf eher ungewöhnliche Weise betreten muss. Uwe Flint beruhigt die Massen und die letzten Austria-Spieler werden mit Polizeischutz weggebracht. Ja, und so hat alles begonnen. Rosicki wird gefault und Pedersen schießt den Ball ins Out, damit sein Mannschaftskollege verarztet werden kann. Daher geht das Spiel mit Einwurf für die Austria weiter. Dospel will den Ball wie üblich zum Gegner zurückspielen, aber da spielt Meierleb nicht mit und schießt zur Überraschung aller das 2:1, noch dazu mit Hilfe der Hand, was einige Handgreiflichkeiten zur Folge hat. Meierleb zeigt sich reumütig. Ich habe mich eigentlich im Nachhinein sicher schlecht gefühlt, aber ich sage mal, unter dem Match habe ich das eigentlich überhaupt nicht mitgekriegt, dass da unterbrochen war das Match. Also ich bin einfach aufs Tor zugelaufen, habe mit dem Libero nur einen Zweikampf gehabt und habe dann das Tor gemacht. Aber mir ist es erst bewusst worden, nach dem Tor beim Torjubel, wie mir die Bregenzer Fans dann so geschimpft haben und die Spieler. Und mir hat dann ein eigener Spieler eigentlich gesagt, erst, was da vorgefallen ist. Na, was sollte es Ihrer Meinung nach jetzt für Konsequenzen geben nach diesem Vorfall? Ja, Konsequenzen, was soll es für Konsequenzen geben? Mir tut es eh nicht leid. Ich kann es nur sagen, die Bregenzer müssen sich mit denen zufrieden geben, dass man eigentlich leid hat. Ich kann auch nicht viel mehr machen und mit dem muss es erledigt sein. Von mir eine klare Ballrückgabe an die Bregenzer. Meint Ernst Dospel? Ja, und was meint eigentlich der Geschäftsführer der Bundesliga, Reinhard Nachbargauer, dazu? Es war sicherlich ein grober Verstoß gegen den sportlichen Anstand. So etwas macht man einfach nicht. Und wir werden diese Frage prüfen und morgen Vormittag entscheiden, ob wir hier allenfalls ein Verfahren des Strafsenates in Gang bringen oder nicht. Das finde ich lächerlich, weil, wie ich gesagt habe, erst im Interview, und ich glaube, im Fernsehen wird man das auch sehen, dass da keine Unterbrechung war. Ich bin einfach den Ball nach und habe dann das Tor gemacht und mir war das nicht bewusst, dass da jetzt wie soll ich sagen, eine Unterbrechung war oder was, dass das für eine gegnerische Mannschaft ist, und von dem her finde ich das lächerlich. In England hat es im Vorjahr einen ähnlichen Fall gegeben. Da wurde das Cupspiel Arsenal gegen Sheffield United auf Wunsch des siegreichen Trainers Arsène Wenger wiederholt. Ich habe mir die Bestimmungen angeschaut. Es gibt keine Grundlage, aufgrund dieses Vorfalls das Spiel zu wiederholen, neu austragen zu lassen. Wenn jetzt die Austria zu uns kommen, oder Hochhäuser zu uns kommen würde, würden wir uns sicher mit dem Thema auseinandersetzen. Und die Frage prüfen, ob eine freiwillige Spielwiederholung möglich ist. Wenn der Meierleb das bewusst gemacht hätte, dann könnte man darüber diskutieren. Und das wäre auch im Sinne eines Fair Plays, eine Neuaustragung, dann wirklich stattfinden zu lassen. Aber nachdem der Meierleb das wirklich nicht realisiert hat und er das nicht absichtlich gemacht hat, glaube ich, steht da überhaupt keine Diskussion für eine Neuaustragung. Wenn die Wiener Charakter haben, müsste dieser Antrag von dort gestellt werden, weil ich könnte nicht damit leben, dass man mit solchen Mitteln ein Spiel gewinnen muss. Naja, Herbert, Sie sind jetzt gefragt in diesem Fall als UEFA-Analytiker, nicht als ehemaliger Austria-Trainer. Was glauben Sie, was soll der Hochhäuser machen, was soll die Clubleitung entscheiden? Ja, okay, das maße ich mir gar nicht an, was die jetzt entscheiden sollen. Das ist Sache der Austria. Meine Meinung ist, dass es erstens einmal vielleicht leichter, vielleicht in einen einzigen Fehler muss man vielleicht den Schiedsrichter zugestehen oder seinen Assistenten. Es war bei dieser Aktion auch ein bisschen die Hand im Spiel von Meierle, bei dem, bevor er das Tor gemacht hat. Und ich glaube, wenn sie das gesehen hätten, hätten sie sich dann die nachfolgenden Schwierigkeiten erspart. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Meierle vielleicht ein stilles Abkommen gebrochen hat, der Fairness. Denn grundsätzlich gibt es ja die Regel nicht. Das heißt also, er hat sich eigentlich sehr unsportlich verhalten, indem er den Ball ins Tor geschossen hat. Wenn er sagt, es war nicht jetzt seine Absicht, okay, dann muss man ihm das glauben. Man kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten.
Aber es ist auf der anderen Seite wieder absurd, vielleicht ein Strafverfahren über ihm zu verhängen, weil es ganz einfach keine Regel gibt, die er gebrochen hat. Es ist keine Regel, sondern es ist auf der ganzen Welt so, dass es ein stilles, faires Abkommen ist, wenn die gegnerische Mannschaft den Ball ins Out oder egal wo immer hin befördert, weil ein Spieler verletzt ist, dann gibt ihm die andere Mannschaft dann zurück. Und meines Wissens ist es jetzt das zweite Mal passiert. In England hat es damit geendet, dass der Arsène Wenger sich für eine Neuaustragung stark gemacht hat. Ob das die Austria jetzt macht, bleibt ihr überlassen. Und ich bin da jetzt, glaube ich, nicht befähigt, jetzt Empfehlungen abzugeben. Das aber jedenfalls die anschließenden Schwierigkeiten sind durch diese Aktion entstanden. Gesetzt den Fall, Sie wären der gegnerische Trainer, würden Sie sich mit einer Entschuldigung zufrieden geben? Nein, ich glaube, mit einer Entschuldigung kann man sich nicht zufrieden geben. Aber auf der anderen Seite ist es auch schwierig, jetzt zu sagen, nur deswegen hat Bregenz jetzt verloren. Tatsächlich sind die ganzen Probleme anschließend gekommen, wobei ich bei der ganzen Aktion auch nicht verstehe, warum der eine Spieler von Bregenz dann den Austria-Trainer attackiert. Denn eines, da bin ich mir ganz sicher, kein Trainer fordert von einem Spieler, dass er so eine Unsportlichkeit begeht. Die Disziplinlosigkeiten, die haben sich natürlich gehäuft. Wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten während dieses Spiels, das davor gelaufen ist, wo sie auch gesagt haben, naja, in der Emotion kann das schon kommen. Zur Ehrenrettung der Bregenzer Spieler muss man auch dazu sagen, dass als dann einer vom Publikum noch reingerannt ist, waren es eigentlich die Spieler von Bregenz, die dann endlich zur Besinnung gekommen sind. Ist das aber normal, dass man so ausrastet? Gut, es ist schwierig. In diesem Moment, der Spielstand war 1:1, dann fällt dieses Tor. Es gibt dann Ausschlüsse, das heißt, in dieser Situation hat man sich dann eigentlich nicht mehr in der Gewalt. Also das heißt, dass man klare Gedanken fasst, man fühlt sich nur ungerecht behandelt. Und das Schwierige im Fußball ist ja eben, dass man objektiv ist, weil ja zwei Mannschaften aufeinandertreffen und die Objektivität ist natürlich dann selten gegeben. Es hat heute auch noch ein tolles Spiel gegeben. Schon gestern gab es für Christian Meierleb eine Ehrung für zwei Tore vom 3:0-Derby-Sieg im letzten Mai. Es war das Ende einer langen violetten Durststrecke gegen Rapid, aber auch ein echtes Heimspiel. Man spielte nämlich im Horststadion, ein Vorteil, der auch heute entscheidend sein kann. Die 40. Minute in Tel Aviv. Ivica Vastic wird vom Platz getragen. Vorausgegangen eine an sich harmlose Aktion, ohne Fremdeinwirkung. Vastic fällt unglücklich. Verdreht sein linkes Knie und signalisiert seinen Trainer Ivica Osim sofort auswechseln. Da ist was Gröberes passiert. Herr Dr. Pauli, wie schwer ist die Verletzung von Ivica Vastic? Was sagt die erste Diagnose? Die erste Diagnose nach den ersten Durchtesten sagt, dass es höchstwahrscheinlich nur ein Einriss des inneren Seitenbands im linken Kniegelenk ist. Bei diesem Verletzungsmuster ist natürlich immer die Gefahr, dass das Kreuzband und der Innermeniskus auch mit verletzt sind. Und wir werden morgen Vormittag in Graz natürlich das mittels einer Magnetresonanz abklären. Ich hoffe, meine Freunde vom MR-Institut, vom Diagnostikzentrum haben die Situation gesehen und schon einen Termin bereitgehalten, wie sie es öfters tun. Und wenn wir diese Bilder dann gemacht haben, werden wir Näheres wissen. Im günstigsten Fall Ausfall wie lange? 10 Tage, 3 Wochen. Wenn es nur eine Seitenbandverletzung ist, alles andere wird man dann sehen. Ferdinand Feldhofer ersetzt den Verletzten, doch alle wissen, Ivica Vastic ist nicht zu ersetzen. Ja, Ivica Vastic kann man sicherlich nicht ersetzen, er ist der beste Fußballer in Österreich. Sollte er schwerer verletzen und länger ausführen, dann wäre er halt einen holen müssen und das muss ein Kaliber sein, weil Sporn, das bringt nichts. Wir müssen in Europa mitspielen, das ist auch das Wort von Schilcher und Osim. Heißt das auch, dass man sich um Mario Haas verstärkt und schneller bemühen wird? Naja, wir werden mit Mario Haas sicher reden, das ist ganz klar. Es hängt natürlich ab, wie Straßburg reagiert. Also ein Thema ist er sicher jetzt da. Ohne Vastic fehlt die spielerische Linie, aber über den Kampf und mit einem ausgezeichneten Tormann Schickelgruber gelingt Sturm der Weg zum Erfolg. Die dezimierte Elf, Feldhofer sieht die rote Karte, bäumt sich auf und geht nach einer Traumkombination in Führung. Ramiz Mamedov zu György Korsos. Nach 71 Minuten ist der Aufstieg fixiert.
dann ändert auch der Ausgleich durch Balili nichts. Sturm setzt noch einen drauf und der unermüdliche Tomislav Kocian fixiert in der 85. Minute den 2:1 Auswärtssieg. Und Ivica Osim kann dem Spiel trotz Vastic-Verletzung doch noch einiges abgewinnen. Aber von anderer Seite muss man auch rechnen, dass diese Mannschaft wegen dem Ivo-Ausfall möglicherweise, das ist auch ein motivatorisches Faktor, der kann uns helfen. Weil jetzt, sie müssen etwas noch mehr geben, mehr laufen, mehr kämpfen, diese Ausfall zu kompensieren. Und kommenden Dienstag im Heimspiel gegen Feyenoord gibt es bereits die Gelegenheit dazu. Heinz Hochhauser, über den Dächern einer Weltstadt. So wohnt der aus Bichl bei Wels stammende Austria-Trainer jetzt in Wien. Unterschiede gibt es natürlich, wenn man bei der Tür rausgeht. Und in der Stadt lebt man in Häusern, am Land lebt man in der Natur. Das ist so der wesentliche Unterschied für mich. Und da ich die Natur sehr liebe, weiß ich, dass ich nicht immer in der Stadt leben möchte. Aber ich bin jetzt für 2 Jahre da und das werde ich sicher aushalten. Die Schönheiten der Stadt kann Hochhauser nur bedingt genießen, obwohl der wissbegierige Mittelschulprofessor gerne mehr Zeit für seine Umgebung hätte. Gerade in der Gegend, wo ich wohne, möchte ich auch wissen, ein bisschen eine Geschichte über diese Bauten und so weiter. Aber bis jetzt habe ich noch keine Zeit gehabt, denn außer Arbeit war bis jetzt nur sehr wenig in Wien. Arbeit definiere ich sehr einfach, dass ich einfach alles einbringe, um den Job, den ich mache, so gut als möglich zu machen. Und da der Fußball ja sehr komplexer, Fußballtrainer sehr komplexer Job ist, ist das eigentlich eine unendliche Arbeit. Denn auch wenn man die Arbeit beschränkt sich ja nicht mit der Arbeit am Platz, sondern für mich ist Arbeit viel, viel mehr, Vorbereitung, Nachbereitung. Und dann kommt die geistige Arbeit, denn ich bin jemand, der also gerne Entscheidungen trifft, die lange reifen. Heinz Hochhauser, der Fußballprofessor, schöpft alle Möglichkeiten aus, um Wissen für seinen Beruf aufzusaugen. Wissen, welches aufbereitet und an die Spieler entsprechend weitergegeben wird. Die Schwierigkeit eines Trainers ist, dass ihn einmal die Spieler zuhören. Und das ist dasselbe wie woanders in jedem Beruf. Ich muss ja was vermitteln. Wenn einmal die Spieler zuhören, dann ist der nächste Schritt, ich muss sie überzeugen. Wenn sie mir nicht zuhören, dann kann ich sie nicht überzeugen. Und wenn sie das geschafft haben als Trainer, dann können sie einmal wirklich beginnen, ihre Philosophie und ihre Meinung so zu transportieren, dass das auch umgesetzt wird und dann am Spielfeld sieht. Meine Philosophie ist ganz einfach, Arbeit kommt immer vor Erfolg. Vom Herumreden wird sicher nichts, man braucht eine gewisse Vorstellung, was also Mannschaftsführung betrifft, was Spielanlage betrifft, was Training an und für sich betrifft. Und an der wird jeden Tag gearbeitet, ohne Kompromisse. Kompromisslos zu sich und seinen Spielern. Namen haben dabei keine Bedeutung. Für mich ist der Mensch wichtig. Für mich ist die Bereitschaft wichtig, was einer einbringt. Ich sage immer, je mehr einer investiert, desto mehr bekommt er raus. Das unterscheidet uns überhaupt nicht von irgendwelchen Unternehmen. Aber ich muss investieren, ich muss an mir arbeiten und das erwarte und verlange auch von den Spielern. Widerspruch duldet Hochhauser keinen. Es gibt nur einen Weg, nämlich seinen. Man muss die Spieler einfach überzeugen, dass der Weg, den ich gehe, für alle das Beste ist. Ja? Für alle, nicht jetzt im Detail, sondern natürlich für die Mannschaft. Bis jetzt ist die Mannschaft erfolgreich, doch Hochhauser ist sich bewusst, wie schnell man bei der Austria wieder Ex-Trainer sein kann. Und wer diesen Job ausüben muss mit dem Leben, aber darüber denke ich nicht nach. Ich belaste mich nicht mit Dingen, die ich sowieso nicht ändern kann. Meine Energie verwende ich für meine Arbeit. Und wenn dann andere der Meinung sind, dass das nicht reicht, werden sie mir sagen und ich werde wieder gehen.